Hallo, ich habe heute ein paar Neuzugänge für euch und zwei Ankündigungen. Fangen wir mit den Ankündigungen an. Und zwar erkläre ich hiermit, ich habe es auf Facebook, habe ich es ja schon gepostet, dass Project 10 Books für mich beendet ist. Ich habe 5 von 10 Büchern gelesen. Auf die restlichen 5 Bücher habe ich nicht so wirklich Lust momentan. Es würde, wenn ich sie jetzt lese, in einer Art Zwang ausarten. Und darauf habe ich keine Lust. Ich möchte Spaß am Lesen haben und das lesen, worauf ich Lust habe. Deswegen habe ich Project 10 Books beendet. Zweitens habe ich erstmalig jetzt Rezensionsexemplare bekommen von den einzelnen Verlagen. Und daher gibt es ab jetzt die Neuerung, dass ich für Bücher, die ich zur Rezension zugeschickt bekomme, auch Einzelrezensionen machen werde. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Ich habe 6 neue Bücher, davon sind 4 Rezensionsexemplare und 2 habe ich mir selber gekauft und die zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich mir einen Manga gekauft, aber es ist ja auch eine Art Buch, und zwar Attack on Titan, den ersten Band. Ich bin ja kein Fan der Anime-Serie. Ich finde den Zeichenstil ganz, 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 ganz schlimm bei der Anime-Serie. Mag aber den Zeichenstil, das ist der Zeichenstil, ich finde, er hat so was Stricheliges. Dann habe ich mir gekauft von Walter Mörs als Mängelexemplar das Labyrinth der träumenden Bücher. Es hat hier so einen fetten Strich und halt den typischen Mängelexemplar-Stempel. Hat mich dementsprechend nur 2,95 € gekostet. Ich habe ja den ersten Teil sehr geliebt und von ganz vielen Leuten aber gehört, dass dieser Teil nicht so gut sein soll. Und mich dann dagegen entschieden, mir den Teil neu zu kaufen, weil ich gedacht habe, für ein Buch, was nicht sehr gut sein soll, möchte ich nicht so viel ausgeben. Ich möchte es aber dennoch lesen, weil ja bald der dritte Band erscheint und ich dann doch gespannt bin, wie es nun dann endet. Ja, jetzt zu meinen Rezensionsexemplaren. Vom Piper Verlag hat mich freundlicherweise erreicht Terror der Tentakel von Ailey Martinez. Das ist sein neuestes Werk und ich liebe, 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 liebe ja Ailey Martinez, wie ihr wisst. Es hat immer so ein bisschen schrägen Humor. Hier geht es um Tyrann, der das komplette Sonnensystem versklavt hat und dann in eine Midlife-Crisis kommt. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch lesen darf, weil es ist Ailey Martinez und ich liebe Ailey Martinez und ich liebe ja auch seine Cover immer. Das ist immer so geil. Und auch der Buchrücken ist übelst lustig hier mit dieser einen Tentakel, die dann da so rüberkommt. Vom Heine Verlag hat mich ein Buch erreicht, auf das ich mich auch sehr, 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 sehr doll freue. Und zwar von Pierre Grimbert, Die Hüter von Gondelore, Die Saga von Licht und Schatten 1. Das ist der erste Band einer wohl Trilogie. Aber Pierre Grimbert wäre wohl nicht Pierre Grimbert, wenn es nur bei dieser einen Trilogie in dieser Welt bleiben würde. Also ich vermute es mal. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Das habe ich, wie gesagt, vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt bekommen für eine Rezension. Und ich freue mich auf Pierre Grimbert und das Buch ist so hübsch. Ich finde es so hübsch. Ich finde dieses Lila und dann hier diese Schnörkeleien und hier oben das und die Schrift hier unten ist so wie so hochgestanzt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es fühlt sich so mega geil an. Und abschließend habe ich noch 2 Bücher vom Hobbit Press Klett-Cotta Verlag für Rezensionen zur Verfügung gestellt bekommen und das ist eine ganz coole Aktion von denen, weil es gab nämlich Probleme mit der Lieferung. Es hat jetzt fast einen Monat gedauert, bis ich die Bücher bekommen habe, weil irgendwas mit meiner Adresse nicht gestimmt hat. Dann kamen die Bücher wieder zurück, dann haben sie sie jetzt mir wieder hergeschickt und jetzt endlich sind sie da und ich freue mich so, weil es sind 2 der schönsten Bücher, die ich jemals gesehen habe, wie ich finde. Und zwar von Christian von Aster, Der letzte Schattenschnitzer. Das ist ein Erwachsenen-Fantasy-Roman, würde ich jetzt mal so behaupten. Und es ist nämlich dadurch eine Premiere. Denn ich habe noch nie in meinem Leben Erwachsenen-Fantasy von deutschen Autoren gelesen. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe dieses Cover. Es ist so unglaublich wunderschön. Und auch der Buchrücken finde ich ist so wunderschön. Und wenn man das Buch vom Schutzumschlag abmacht, es ist gelb. Wie cool ist das denn? So ein hellgelbes Buch und dann der Buchrücken auch voll schön. Es ist so schön. Es ist so unglaublich schön. Die Bücher, sie riechen so unglaublich nach Druckfrische und sowas liebe ich ja. Und ja, ich rieche an Büchern. Und das letzte Buch, was mich erreicht hat, ist auch wieder deutsche Fantasy. Und zwar von Oliver Plaschke. Das Licht hinter den Wolken. Lied des Zwei-Ringe-Landes. Das ist so hübsch. Es ist so wunder, hübsch und schön und ich finde dieses Buch so wunder, 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 wunder hübsch. Also es ist ein matter Schutzumschlag und dann haben wir hier diese 2 Schwerter, die glänzend sind, plus diese wunderschöne rote Schrift, die auch glänzt. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Die Farbe unter dem Schutzumschlag. Ich weiß nicht, was es für eine Farbe ist. Es ist so ein lila, blau, schwarz, irgendwas. Aber es ist eine der schönsten Farben, die ich je gesehen habe. Von daher würde es mich interessieren, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, was ihr davon haltet, wie ihr es fandet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!